Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne Marie und in der heutigen Folge erzähle ich über meinen letzten Monat, über den Januar, denn ich fahre in ein paar Tagen für 10 Tage in ein Retreat, wo ich weder mein Handy verwenden werde, noch andere Sachen und ja, gehe wieder auf ein kleines Vipassana Abenteuer. Dazu habe ich schon mal eine Reihe hier auf meinem Podcast aufgenommen. Das findest du auch in den Show Notes. Aber ja, was war so im Januar los? Ich bin von Athen wieder zurück nach Deutschland und jetzt bin ich ja auf der anderen Seite der Welt und ja, ich möchte heute so ein kleines bisschen so ein Live-Update machen und was in meinem letzten Monat los war. Und wenn du Bock hast auf deine eigene Monatsreflexion, dann check auf jeden Fall die Show Notes aus, denn du kannst auf meinem Blog ein richtig geiles Template finden, for free. Und natürlich auch einen Blogartikel mit all meinen Kategorien, die ich für meine monatliche Reflexion mache. Und ich finde, das bringt einem so viel fürs Leben. Einmal natürlich Bewusstseinserweiterung, Selbstreflexion, Resilienz, emotionale Intelligenz. Du kannst dich halt immer wieder hinterfragen und... Irgendwie gibt es mir auch so ein Gefühl, ich sehe schwarz auf weiß, wo bin ich vorwärts gekommen, was hat sich verändert und das, ja. Das macht auch einfach was mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinem Selbstvertrauen und deswegen kann ich echt nur jedem empfehlen, da entweder bei den Blogartikeln mal vorbeizuschauen, sich das Notion-Template runterzuladen for free und ja einfach mit der eigenen Monatsreflexion zu starten oder die einfach noch ein bisschen abzuleveln. Und das war's jetzt erstmal mit meinem süßen kleinen Intro und jetzt viel Spaß beim Zuhören bei dem Flashback des Monats Januar. Viel Spaß! Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Alive in Wonderland. Mega schön, dass du da bist hier und wir jetzt ein bisschen miteinander kommunizieren, beziehungsweise ich werde einen Monolog halten und du wirst wahrscheinlich zuhören und ich hoffe, du bist bei einem richtig geilen Spaziergang oder ja machst was anderes Cooles oder gammelst einfach nur auf dem Bett rum und ich fühle mich auf jeden Fall sehr geehrt, dass ich gerade in deinen Ohren bin. Wie war der Januar? punkt nummer eins ist immer okay welche themen kamen so im in dem monat auf und da habe ich reingeschrieben umzug von athen nach deutschland ich habe also im dezember den monat in athen verbracht omg ich liebe athen ich könnte mir sogar längerfristig vorstellen in athen zu leben bzw dort zu wohnen aber dadurch dass ich im sommer in meinem geliebten berlin bin und meistens im winter nicht in europa ja, ist natürlich Athen eher so ein Zwischenstopp und ich kann jetzt noch nicht sagen, wo ich irgendwann mal leben werde. Also das ist so topisch, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ich lebe ja als Digital Nomad für schon ja, so ein paar Jahre halt einfach, ne? Und jetzt bin ich gerade in Thailand. Liebe Grüße. Hier ist jedenfalls sehr sehr chillig vom Wetter natürlich auch und oh mein Gott, der Januar, es war so kalt. Es war nicht so kalt wie erwartet, aber es war teilweise schon sehr kalt und mein Körper hasst es. Meine Kopfhaut hasst das, meine Schienbeine. Ich fühle mich irgendwie so ah, noch eingeengter an meinem Körper als sonst. Also gar nicht geil. Und deswegen gönne ich es mir einfach, dass ich mich in diese Umgebung setze, wo mein Körper sich am wohlsten fühlt. Und das ist halt einfach Wärme. Und deswegen könnte ich jetzt auch gar nicht das ganze Jahr in Athen oder in Deutschland leben, weil es mir an manchen Punkten halt einfach zu kalt ist. ja. Und ich mag das echt gar nicht. Dann natürlich das letzte Mal Zeit verbringen mit meinem Boyfriend, bevor ich für ein paar Monate nach Thailand gehe. Generell war ich auch noch mal in Berlin, meine Schwester besuchen, habe eine tolle Zeit mit meiner Mutter verbracht, mit meiner Schwester, mit ganz vielen Freunden. Ich hatte auch so krank viel zu arbeiten im Januar. Und ja, hin und wieder gab es halt Struggle. Ne? Was waren meine Highlights? Es gibt ja immer meine Highlights, meine Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse. Und dann gibt es sowas wie Spirit, Persönlichkeitsentwicklung, Fitness, Body, Food, Zyklus, Mondthemen, Freizeit, Work, Money, Stolz auf, Liebste Idee und Addiction. Danach kategorisiere ich so ein bisschen meinen Monat und schreibe da immer ein bisschen was auf zu den jeweiligen Topics. Aber ich werde es im Podcast natürlich nicht so ausführlich machen, wie ich das jetzt für mich selbst mache. Und ja, möchte einfach so ein paar Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse mit euch teilen. Und Highlight war auf jeden Fall ein Kinobesuch. Das letzte Mal im Kino war ich tatsächlich zu meinem Geburtstag 2020. Und ja, es sind jetzt viele Jahre vergangen und ich war natürlich ein Avatar. War auf jeden Fall sehr nice. Und kennt ihr das, wenn ihr schon so lange euch irgendwie eine Sache vorgenommen habt? Und zwar war das mit meinem Boyfriend, irgendwann gehen wir mal in das Kino. In der Stadt, wo wir beide groß geworden sind, also wir kommen aus der gleichen Stadt quasi, also ist jetzt keine große Stadt, ne, und wir haben immer gesagt, es hat einfach das beste Popcorn. Und dort waren wir dann nach so vielen Jahren das erste Mal zusammen in diesem Kino, zum ersten Mal mit großem Popcorn und das war einfach so ein Moment, ja, sowas liebe ich halt einfach, ne, wenn man schon so lange irgendwie was geplant hat und immer wieder hat man sich irgendwie auf diesen Moment gefreut und Irgendwann ist ja da, dieser Moment, und dann steckst du einfach in dieser Realität, wo dieser Moment gerade war, ist und war, wird. Und ich finde, das ist so ein, ähm, ja, energetisch, ist es ist so interessant, sich da reinzufühlen. Und über die Jahre und vor allem die letzten Monate, über die letzten zwei, drei Jahre mache ich das immer vermehrter, dass ich irgendwann realisiere in diesem Moment, krass, das ist so ein Moment, wo ich schon voll lange mich drauf gefreut habe. Und jetzt bin ich einfach da drin, ja, und ich zelebriere das. Und ich bade mich in diesem Gefühl. Und ich mache das jetzt natürlich nicht so ausführlich, wenn ich mit einer anderen Person bin, ne? Aber ich nehme mir schon hin und wieder Zeit, so mich in so positive Gefühle richtig rein zu so grooven. Und ja, ich finde, das macht einfach was mit einem und ich, ich liebe sowas, ja. Und ich habe nochmal so im Januar überlegt, ich lebe für erste und letzte Male. Die ersten Male können auch sein, wenn du, a, natürlich was zum allerersten Mal machst, was irgendwo richtig cool ist, wo du auch was expansiv ist und wo du das Gefühl hast, so, boah, ich bin hier krass gewachsen, aber es kann auch sein, einfach wie das erste Mal in einem geilen Café auf Bali zum Beispiel, ne? Oder es kann das erste Mal nach einer sehr langen Zeit sein und sehr lange ist natürlich jetzt total subjektiv. Und letzte Male, dass vor allem die die letzten Tage, bevor ich nach Thailand geflogen bin, war es relativ kalt. Und in den Momenten, wo ich mich erstmal unwohl fühle, merke ich so, hä, es ist jetzt das letzte Mal, dass ich hier diese kalte Luft einatme für wahrscheinlich extrem lange Zeit und konnte diesen Moment dann einfach viel besser genießen. Oder ich bin zu Freunden in Berlin gelaufen abends und ich hatte eine Blase am Fuß und konnte deswegen nicht so richtig gut laufen und ich hatte das Gefühl irgendwie zu spät zu sein, obwohl ich gar nicht zu spät war und ja, es war irgendwie halt irgendwie so schon so dunkel und kalt und ich glaube es hat sogar ein bisschen genieselt und normalerweise ist es so für mich voll der Abfuck, aber in dem Moment dachte ich wieder, hey, du bist gerade unterwegs zu deinen Freunden und du wirst die danach auch schon echt langere Zeit halt einfach nicht mehr sehen und ja, einfach in den Momenten, wo ich was ein bisschen blöd finde, mache ich nochmal so ein Check-In und manchmal hinterfrage ich mich dann auch, ob ich so alles nur so positiv sehen will oder kann, aber ganz ehrlich, es geht mir in dem Moment dann halt einfach gut, ja, und ich hinterfrage mich natürlich trotzdem, ist das dann Spiritual Bypassing oder weil ich ja auch dafür lebe, wirklich sehr stark in die Tiefe zu gehen. Aber ich glaube, es ist einfach. Ich splitte in so viele verschiedene Realitäten gleichzeitig auf, dass halt alles gleichzeitig wahr ist, wie zum Beispiel, ich kann mich jetzt in Freude fühlen, weil ich gleich meine Freunde sehe, aber ich kann auch jetzt irgendwie mich blöd fühlen, weil ich. Schwierigkeiten habe, mit der Blase zu laufen oder weil das Wetter blöd ist und kalt und nieselig. Und beides hat so die Berechtigung, gleichzeitig da zu sein, aber irgendwie habe ich mich über die Jahre so crazy auf das Positive programmiert, dass... Und das ist gar nicht so, ich will jetzt alles positiv sehen, sondern ich glaube, das ist zu meiner Natur geworden, weil ich so eine Art Gleichmut entwickelt habe auf alles neutral zu schauen und man dann so eine Zufriedenheit damit bekommt und ja, ich kann es nicht besser erklären, aber ich glaube, das ist auch das, was ich so, als ich das erste Mal wie Passana gemacht habe, mitgenommen habe, diese Neutralität und dieser Gleichmut und das, wenn du im Nichts bist, dann ist da so diese Glücklichkeit und das hat für mich irgendwie so eine, ja, das hat einen für mich mit Gleichmut zu tun. Diese Balance aus dem High und dem Low. Und wenn du die vereinst, dann ist es einfach so eine innere Zufriedenheit. Und in letzter Zeit hinterfrage ich mich häufig, ob ich nur mir einrede, dass ich glücklich bin, weil ich immer so teilweise so Probleme auch in dieser Welt sehe und mir denke so, hä, mir geht's halt so krass gut. Aber wahrscheinlich ist man auch irgendwann an einem Punkt, wenn man über Jahre mit sich selbst so viel reflektiert und an sich arbeitet. Also es ist jetzt keine krasse Arbeit, ne? Aber ich gehe ja schon voll lange zur Therapie. Ich arbeite voll viel mit meinem Nervensystem. Ich meditiere natürlich jeden Tag fast. Und das über halt mehr sehr viele Jahre, ne, sagen wir mal so seit 2016, 17, 18, so in die Richtung. Ne? Und das sind jetzt wahrscheinlich einfach die Früchte. Auch so, dass mit meinen Mutzwings, dass ich die immer leichter regulieren kann. Generell dieses ganze Thema emotionale Regulation. Also richtig geil. Und das war jetzt einfach mal ein kleiner Schlenker, den ich anscheinend hier erzählen wollte. Ähm, Coworking in Berlin ist immer mega cool. Ich gehe da in so ein Café immer und ich liebe es dort. Ja, meine Freunde treffen natürlich auch ein ganz, ganz großes Highlight. Der Botanische Garten Athen. Ich habe mich so gefragt, okay, was ist so ein richtig klassischer an marie Tag, so womit möchte ich so den letzten Tag füllen, beziehungsweise den letzten vollen Tag. Und dann bin ich in den Botanischen Garten in Athen und habe mir abends eine geile Pizza bestellt. Infrarotlichtlampe war auch ein sehr großes Highlight, weil ich ja normalerweise beim Reisen keine Infrarotlichtlampe dabei habe. Aber mein Boyfriend hat so eine, ja so wie so eine Art Meditationsplatz und da steht auch ja ein cooler Kristall und Infrarotlichtlampe und das war echt sehr nice. Ich hatte auch direkt das Gefühl, meine Haut ist davon voll gut geworden. Meine Haut ist generell, würde ich sagen, gut, aber mit der Infrarotlichtlampe noch richtig geiler. Und ja, es war einfach so chillig. Und an so einem Tag, wo es mir nicht so gut ging, oder ich hatte da so den krassen Prozess von, oh mein Gott, ich habe Anxiety, nach Thailand zu fliegen. War das ein Fehler? Es ist jetzt nicht so, dass ich das komplett in Frage gestellt hätte, ne? Aber es kam halt so zwei drei tage vor dem flug echt alle ängste einmal hoch und dann habe ich eine dreiviertel stunde mit denen gearbeitet ne so voll lange vor der infrarotlicht lampe gechillt und geklopft und meditiert und ja das war einfach ein sehr interessanter prozess ne und alle ängste mal hochkommen lassen wie ängste in bezug auf den flughafen und dass ich mich beim Flug unwohl fühle oder dass ich Angst habe, meinen Freund zu vermissen und dass ich Angst habe, mich alleine zu fühlen. Und ich liebe es ja, Solo-Reisen zu machen, als ich nenne es jetzt mal, als introvertierte, neurodivergente Frau auf Reisen und finde das auch leichter, als introvertierter Mensch Reisen zu gehen, als wenn man so extrovertiert ist. Und also könnte auch leicht sein, ne? aber find erstmal Leute. Die so, mit denen du deine Energie aufladen kannst. Anyway, das waren halt so ein bisschen meine Lows und dass ich einfach sehr viel zu tun hatte im Januar und dann halt dieser Spagat zwischen verschiedenen Orten von Athen wieder in meiner Heimatstadt zu sein, in Berlin wieder, dann wieder in der Heimatstadt, dann nach Thailand geflogen und das ist einfach echt crazy, an so verschiedenen Orten immer zu sein und dabei einen hohen Workload zu haben. Aber je länger du das machst, desto mehr du auch Methoden findest, diesen Lifestyle zu führen. Und auch so, dass du dich gut fühlst, dass du dich reguliert fühlst, ja, desto leichter fällt mir das halt natürlich jetzt auch mittlerweile, die ganzen Orte zu wechseln. Ich versuche natürlich schon, vor allem im Ausland in einem Ort zu sein, für vier bis sechs Wochen, je nachdem, wie es sich ergibt. Und damit fahre ich eigentlich immer ganz gut. Ne? Zum Beispiel wie in Athen, dann miete ich mir eine Wohnung für einen Monat und dann geht es wieder woanders hin. Oder in Albanien hatte ich eine Wohnung für sechs Wochen. Genau, da war ich davor. Ähm, ja, jetzt bin ich drei Monate in Thailand, werde natürlich ja auch mal den Ort wechseln. Und ja, ähm, that's my life. Dann habe ich auch so ein bisschen überlegt, was ist Wachstumsschmerz im Business. Ne? Irgendwie diese Realisation, das, was ich bisher gemacht habe, funktioniert nicht mehr auf die Art und Weise, wie ich es gerne hätte. Und dann sich mal so zurückzunehmen und das zu reflektieren. Und ich glaube, das ist das gerade, was ich mit Alive in Wonderland mache. Ich habe jetzt zwei Wochen jetzt nicht groß was gepostet oder drei Wochen und generell auch dieses ganze Social Media Game. Ich weiß nicht, wie ich das weiterspielen möchte. Und wollte mich da jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr zurückziehen aus meinem eigenen Business und mal drauf schauen, okay, was möchte ich in Zukunft machen und mich erstmal natürlich in Thailand eingrooven und ja auch so für Client Work mehr den Fokus gerade haben oder meine 1, -1 Mentorings, meine Readings und so weiter und nicht so diese diesen ganzen Stress zu haben, so, ja, ich muss jetzt irgendwie bei Instagram posten oder eine Story machen und bla bla bla, ja, das fühle ich einfach nicht und manchmal, wenn ich so Bock drauf habe, so easy going, aber ich komme dann irgendwann in so ein, ähm, ja, in so ein Vibe, dass ich mir irgendwie Pressure mache, jeden Tag auf Instagram zu sein und sowas und das mag ich gar nicht und dass ich nur noch an Content denke und dann, Möchte ich einfach gerade so einen Schritt zurück machen und auch wieder mehr Podcast-Folgen machen, da mehr die Priorität drauflegen, äh, Newsletter und so weiter und da mehr so meine meinen personal touch einfach reinbringen ja und hier der kleine aufruf wenn du möchtest dass du mehr informationen aus meinem leben bekommst zu meinen angeboten zu dem was einfach alive in wonderland ist ja kannst du super gerne meinen newsletter abonnieren das kannst du meistens auch durch ein freebie machen also wenn du eine meditation hast oder das notion template für die monatsreflexion so on und ansonsten kannst du einfach auf aliveinwonderland.com gehen und dann gibt's unter free love Geschenke und da habe ich alle Freebies mal schön ordentlich <laughs> präsentiert, sodass du dir einfach so das alles aussuchen kannst und dort hast du auch irgendwo die Chance, dich für meinen Newsletter anzumelden. Außerdem bekommst du dann auch ein 50% Off-Code bzw. Discount für ein Energy-Reading von mir, also entweder Theta-Healing oder das Chakra-Reading kannst du dir aussuchen und genau diesen Code bekommst du nach der Welcome Sequence, aber dafür musst du dich richtig anmelden für den Wonderletter. Letter. Das war's erstmal zu meinen Highlights und Lowlights. Ich könnte jetzt zu allem natürlich 100 Jahre erzählen, aber das lassen wir jetzt heute einfach mal. Ich möchte jetzt auch nicht mehr so 100 Jahre Podcast Folgen machen und ich weiß nicht. Ähm, probier einfach ein bisschen in der nächsten Zeit einfach aus. Und es werden definitiv auch mehr Meditation oder EFT-Sessions hier auf diesem Podcast kommen. Und wenn du generell den Podcast schon über längere Zeit hörst, dann würde ich mich mega über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen, weil mir es echt wichtig ist, diesen Podcast voranzubringen, mehr zum Thema Bewusstseinserweiterung auf allen Wegen einfach mit den Menschen zu teilen und ja, wenn du mich da unterstützen magst, wäre ich dir super, super dankbar und ja, bewerte gerne diesen Podcast, mach Reviews, mach einen Screenshot, wie du diese Folge hörst, bla bla bla. Das ist einfach unendlich wichtig für Creator und vor allem Podcast ist ja jetzt nicht so ein Medium, wo man ständig irgendwie Feedback bekommt, ne, wie mit einem Like oder mit einem Kommentar oder sonst irgendwas, deswegen, ja, ist es total so ein Herzensding. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich auch noch mehr fragen muss, ne? Also, einfach das so ein bisschen auch zu erfragen. Hey, unterstützt mich bitte mit meiner Message, unterstützt mich bitte mit meinem Podcast, bewerte den bitte. Und ich möchte natürlich so viele Fünf-Sterne-Bewertungen wie möglich haben. Und ja, das erstmal so zu meinen Zielen. Und ich mache Alive in Wonderland halt wirklich schon seit ja, sagen wir mal Ende 2018. Und ich war da immer so krass committed. Und jetzt nach viereinhalb Jahren war einfach so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, ey, ich glaube, es war hauptsächlich halt wegen Social Media. Und dass ich mir einfach nochmal so die Frage gestellt habe, wo geht's eigentlich hin? Und vielleicht ist es manchmal so eine kleine Midlife-Crisis im eigenen Business oder wie ich schon meinte, ne? Wachstumsschmerz im Business. Kann ich auch gerne mal eine eigene Folge dazu machen, wenn es euch interessiert. Oder ich liebe auch das Thema Business einfach. Ne? Ich spreche nicht viel über Business, aber ich bin schon über sechs Jahre selbstständig. Habe natürlich schon viele Folgen hier aufgenommen. Mh, arbeite im Bereich Marketing, Online-Marketing, Technik, bla bla bla. Ähm, alles Mögliche hab natürlich in den letzten Jahren viel selbst gelernt, Journalismus und Medienkommunikation selbst studiert, betreue viele Leute oder habe in der Vergangenheit mit vielen Leuten gearbeitet, die in verschiedenen Sachen betreut und Business ist auf jeden Fall auch so mein Leidenschaftsthema. Mal schauen, ob ich das dieses Jahr ein bisschen mehr reinbringe oder da meine Erfahrungen teile. Vor allem, wie wichtig auch emotionale Intelligenz und Resilienz beim Businessaufbau ist und dass es ja schon manchmal ein paar Jahre dauern kann und man halt auch immer wieder neuen Themen ausgesetzt ist, wie natürlich in jedem Lebensbereich, ist ja klar. Aber ja, Business ist auf jeden Fall schon ein sehr emotionales Thema. Fortschritte. Hier stehen Sachen, die ich jetzt nicht so wirklich teilen werde, aber... Was auf jeden Fall ein krasser Fortschritt und aber auch ein Stretch für mich war, war mein erstes 1 zu 1 Mentoring mit einem Mann. Und normalerweise habe ich mich immer eher als eine Person gesehen, die mehr mit Frauen arbeitet. Aber lustigerweise, wenn ich in meine Podcast-Statistiken reinschaue, dann sind, ja, manchmal steht da sogar 50% Männer. Und... Ich frage mich manchmal, woran das liegt. Also, wenn du ein Mann bist, der hier zuhört, hallo, und alle anderen Leute dazwischen. Auch ja, mega cool, dass ihr da seid. Und ich finde es crazy, ja. Also einfach mal so für mich in diese Statistiken reinzuschauen, wer hört meinen Podcast? Wo leben die Leute? Und also in welchen Ländern, ne? Und welches Geschlecht haben sie als Angabe gemacht. Es ist auf jeden Fall. Bisschen überraschend, dass so viele Männer hier sind. Ähm, ja, aber dann war es natürlich klar, dass irgendwann mal ein Mann auch mit mir arbeiten möchte. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich habe auch in den letzten Monaten echt so viele Business Stretches gemacht. Und manchmal muss ich wirklich ins Tapping gehen oder mache so meine emotionalen Prozesse, weil manchmal einfach eine starke Nervosität oder auch eine Angst hochkommt und wir aus solchen Situationen echt viel mitnehmen können, wie, okay, welche Ängste liegen da drunter, warum fühle ich mich gerade so und dass ich mich in meinem Business immer darauf konzentriere, die energetischen Stretches zu machen. Und das habe ich halt jedes Mal, wenn eine unbekannte Erfahrung da ist, wie weiß nicht, irgendwann kommen die ersten Clarity-Calls, irgendwann kommen die ersten Buchungen, irgendwann ähm, kommen die ersten negativen Kommentare, die ersten großen Einnahmen, die ersten großen Ausgaben, und das sind natürlich alles Themen, die manchmal sehr herausfordernd im Geist, aber auch im Körper sein können und das natürlich auch Themen triggern kann wie Angst vor der Sichtbarkeit, Angst vor Ablehnung, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst vor Machtlosigkeit, Angst vor Freiheitentzug. Ja, so viele Ängste einfach und mit denen zu arbeiten ist wirklich, ja, gold wert und da habe ich natürlich so meine Methoden. Ein paar davon teile ich auch in The Cosmic Connection, aber ich überlege auch einen ganzen Kurs zu dem Thema emotionale Intelligenz zu machen und wie transformieren wir traumatisierte Erfahrungen im Körper und können... Die vergangenen Situationen, die sich körperlich abgespeichert haben, loslassen, aber da bin ich gerade noch so ein bisschen in der Erfindungsphase. Aber vor allem möchte ich auch mehr zum Thema Neurodiversität machen und wie ist es als neurodivergente oder neurodiverser Mensch, beziehungsweise als Frau, als Digital Nomad und mit welchen Struggeln gehe ich um und wie kann ich mich da selbst regulieren. Und, ja, das ganze Thema Hochsensitivität, Hochsensibilität, da mag ich einfach mehr dazu machen, weil, ja, das wahrscheinlich auch mein größter Switch ist, beziehungsweise mein, meine größte Stärke, so tief in meine Lows gegangen zu sein und zu lernen, wie reguliere ich mich in meinen Lows und dass manche Leute einfach ziemlich krasse Stimmungsschwankungen haben. Und ich da vorhin auch nochmal so überlegt habe, das Ziel ist jetzt nicht unbedingt keine Stimmungsschwankungen mehr zu haben, sondern in der Stimmungsschwankung sich halten zu können und sich nicht da abzuwerten. Oder, oh, uh, jetzt bin ich zu excited, oh, uh, jetzt bin ich zu schnell davon ergriffen, jetzt habe ich mich zu schnell triggern lassen und ja, einfach so in so eine liebevolle Annahme und Mitgefühl sich selbst gegenüber zu gehen und da auch mit den Mustern zu arbeiten, zu unterstützen, wie man sich selbst umprogrammieren kann, wie löse ich vergangene Situationen auf, die sich in meinem Körper als Emotion, als Energie abgespeichert haben. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber irgendwelche Hundekämpfe sind hier mal wieder in der Nachbarschaft. I don't know. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu dem um, letzten Punkt heute und zwar Erkenntnisse und Learnings. Auch wieder hier mein großes Learning, again and again, in meinem Business geht es um mich, meine energetische Expansion und nicht um das Outcome. Und das hört sich jetzt erstmal wieder so mh, vielleicht egoistisch an, in meinem Business geht es nur um mich, aber da gibt es auch wieder... Realitäten die gleichzeitig stimmig sind beziehungsweise wahrheiten die alle stimmig sind ne oder gleich richtig sind und was meine ich damit ich möchte in meinem business nicht die ganze zeit in diesem modus von ich will dienen ich muss dienen ich muss serven und ich finde das kann auch teilweise irgendwie toxisch werden Hashtag, Modewort 2022. Manchmal kann es auch wieder ganz nice sein, wieder auf sich zurückzugehen. Was funktioniert für mich? Wie funktioniert es für mich leicht? Was funktioniert für mich gerade nicht? Was fühlt sich gerade für mich unwohl an? Und wie kann ich mit Anxiety, mit Nervosität, mit Ängsten in meinem Business arbeiten, um mich energetisch zu erweitern, um immer leichter in diese Energie zu kommen von, hey, ich fühle mich gerade reguliert, mir geht's gut, ich fühle mich inspiriert, ich kann es auch, jetzt kann ich was geben. Aber manchmal haben wir so viel um uns herum, dass wir dann sehr am Außen sind, uns den Pressure machen, oh, ich muss was für die Welt tun, ich muss da irgendwie da sein, ich muss beim Shift unterstützen, ich muss mich für dieses Thema so krass aufopfern und nur dann bin ich was wert und ich kenne diesen Weltschmerz. Oh mein Gott, wir müssen so krass was für unsere Welt tun, aber manchmal kann das halt auch echt ja niederschmetternd sein und man darf auch wieder in den Modus zurückkehren, sich erstmal um sich selbst zu kümmern und dass das Business für einen selbst nährend ist und nicht auszehrend und das shiftet auch wieder so diesen diesen Fokus auf mich und meine Selbstverantwortung und ich kann energetisch durch diese Erfahrung gehen von der Angst, von der Nervosität, von dem, was gerade mich aus meiner Balance bringt, aus meiner Komfortzone und je nachdem, wie so dein Nervensystem aufgestellt ist, in Anführungsstrichen, je leichter oder schwieriger fallen dir einfach diese Expansionen beziehungsweise Komfortzone-Stretches und da selbst durchzugehen und sich da ja, in, mit diesem Prozess einfach vertraut zu machen, ist einfach total wichtig, um weiterhin eine energetische Expansion sicherzustellen und ja, einfach nach der Zeit immer größer zu denken. Und das kann an bestimmten Punkten im Leben sehr, sehr wichtig sein. Und das ist das, womit ich mich immer wieder connecte, um natürlich dann auch wie in einem ja, Energiefeld, was um mich herum ist, mich einfach auszudehnen und dann einfach noch eine größere Strahlkraft zu haben. Das ist so, wie ich mir das einfach vorstelle. Andere Erkenntnis, viel Gluten, foggy brain. Ich bin zwar nicht glutenintolerant, aber ich merke einfach, das macht echt eine Kopfwolke da drauf und ja, foggy brain und ich merke auch jetzt, wo ich natürlich in Thailand wieder ganz andere Routine habe, ganz andere Lebensmittel, ganz andere Essgewohnheiten, ganz anderen Rhythmus, fühle ich mich einfach viel klarer als davor. Und natürlich liegt es auch daran, dass ich jeden Tag gerade Sport mache, weil ich in einem Haus wohne, wo ein cooles Fitnessstudio drin ist. Dann fällt mir das immer total leicht, aber wenn ich so viel hin und her switche in Deutschland von meiner Umgebung und dazu einfach so weil es leicht ist ein Brötchen zu essen, boah, mein Kopf, ey und das habe ich echt noch mal sehr gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Trotzdem liebe ich hin und wieder Brot und Brötchen, ne? Also das war auch so mein Abschiedsessen, was ich mir gewünscht habe. Mein Freund meinte so, hey, was möchtest du an deinem letzten Tag essen? Und ich dachte, boah, ein Brot wäre geil. <laughs> ich liebe Brot einfach, aber ja, was es mit mir macht nach einer Zeit, finde ich jetzt ungeil. Deswegen war das mal wieder eine Erkenntnis, dann eine andere Erkenntnis. Keiner schaut sich Aufzeichnungen an. Deswegen habe ich daraus auch gelernt. Ich werde meine meisten masterklasse jetzt nur noch live machen und wer dabei sein möchte, cool. Und wer die Aufzeichnung haben möchte, der bezahlt einfach ein bisschen Money dafür. Aber ganz ehrlich, sehr interessant. Es schaut sich eigentlich fast keiner die Aufzeichnung an und da denke ich mir so, als die Person diese Aufzeichnung wegschickt und irgendwie E-Mails vorbereitet, ja, ähm, weiß ich nicht mehr, ob ich dann Aufzeichnungen machen möchte, weil ich glaube auch, Business ist auch wirklich so Trial and Error, einfach mal Sachen auszuprobieren. Und nicht dann abgefuckt zu sein, weil irgendwas nicht geklappt hat, sondern einfach zu gucken, eier ah ja, das funktioniert eher nicht so. Was könnte stattdessen funktionieren? Und mehr in diese Neugierigkeit zu kommen. Und das ist jetzt auch immer eine Sache, die ich bei The Cosmic Connection, meinem Gruppenmentoring, gesagt habe, von dem negativen Moment in eine Neugierigkeit zu switchen. Durch Bewusstseinserweiterung und durch Selbstreflexion. Aber ich finde, das verbindet oder vereint sich beides. Bewusstseinserweiterung ist einfach, wenn du Dinge wahrnimmst, die normalerweise dir nicht aufgefallen wären und die außerhalb von deinem Horizont in Anführungsstrichen wären, aber du erweiterst dein Bewusstsein und nimmst daraus dann einfach viel viel mehr wahr und viel viel mehr mit. Kannst auch einfach noch mal besser auf dich schauen und dich selbst reflektieren. Das hilft mir einfach im Alltag total durch auch so diesen Fokus der jahrelangen Bewusstseinserweiterung durch verschiedene Tools zu schauen. Ah okay, hier habe ich einen Abfuck-Moment. Hier möchte ich wieder Person XY die Schuld geben, aber keinem ist die Schuld zugehörig. Ich kann jetzt neugierig hinschauen auf diese Situation, auf dieses Problem in Anführungsstrichen, ne, die Herausforderung, und dann zu schauen, hm, wie könnte ich es denn noch machen? Ja, und da spielt dann auch wieder Bewusstseinserweiterung, weil im, im besten Fall machst du deine Channeling-Meditation und fragst deine Spirits, hey Leute, helft mir in dieser Situation und dann einfach mal zu schauen, was kommt. Ja, auch ganz großes Topic bei der Cosmic Connection. Also wenn du möchtest, dass du deine emotionale Intelligenz stärkst, dein Bewusstsein erweiterst, deine Hellsinne trainierst und all the cool Shit, dann schreib dich super gerne auf die Warteliste oder schau dir das an, was ich in den Show Notes verlinkt habe. I don't know, aber auf meiner Webseite findest du wahrscheinlich auch Informationen zu dem Gruppenmentoring, the Cosmic Connection anderer Learning-Punkt: Es ist okay, einen Schritt zurückzugehen und zu pausieren, um sich die Situation in Ruhe anzuschauen. Auch gerne wieder hier mit Neugierde und sich zu denken: Hm, das funktioniert gerade nicht und das finde ich gerade blöd. Das finde ich gerade unstimmig für mich. Und hier merke ich so boah, volle Energy-Drainer wie Ann-Marie und Social Media. Und dann schaue ich: Okay, was möchte ich stattdessen machen für mein Business? Ja, woher sollen Leute kommen? Woher? Oder wie ist dieser ganze Creation Process für mich? Und ja, das sind gerade Fragen, wo ich mir so ein bisschen Zeit nehme zu reflektieren und den Schritt zurückzugehen. Und ich meine, jetzt bin ich eh erstmal zehn Tage auf meinem Meditationsretreat und schau, wie ich dann 2023 Live Wonderland führen möchte, wohin es da geht. Und ich freue mich, wenn du da am Start bist, denn es wird einige. Coole Sachen bestimmt geben, von denen ich wahrscheinlich jetzt noch gar keine Ahnung habe, aber jetzt es wird cool, Leute. Und der letzte Punkt, ich will mein Business nicht mit Mangel oder mit Druck führen, nicht überlegen, wie ich etwas bezeichne, nur Probleme ansprechen, ja, dieses ganze Marketinggelaber. Ich meine, ne, du hast irgendwie verschiedene. Elemente, wie du am besten eine Sales-Page schreibst, wie du Copywriting machst, wie du Conversion Content machst und all sowas, ne? Aber ich will nicht nur darauf achten müssen, wie ich was frame, um irgendwie was zu verkaufen und sonst irgendwas. Und deswegen liebe ich es zum Beispiel auch, dass ich nicht nur an Live Wonderland arbeite, sondern auch in zwei sehr, sehr geilen Teams. Und ich deswegen auch nicht nur alleine an Live Wonderland arbeite, sondern halt auch mit anderen coolen Leuten. Und dass ich da einfach coole Skills lerne, mich weiterbilde und einfach auch sehe, wie andere größere Unternehmen geführt werden, aufgebaut sind. Und ja, da kann man einfach sehr, sehr gut lernen. Und ich finde nicht, dass das Ziel sein muss, dass du 100% selbstständig nur an deinem eigenen Business arbeitest, wenn du das nicht unbedingt möchtest. Ne? Also das muss kein Ziel sein. Man kann auch beides machen, also über mehrere Jahre das eigene Business aufbauen, da Cash machen und trotzdem es geil finden, mit anderen Leuten zu arbeiten und nicht nur im 1-zu-1-Mentoring oder im Gruppen-Mentoring, sondern wirklich auch mit anderen Teams, an einer anderen Vision und ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich nie 100 Millionen Prozent angewiesen auf A Life in Wonderland bin und... Ich will einfach immer diese Freiheit haben, das auch nicht machen zu müssen. Und nicht aus einem Mangel oder einem Druck irgendwas verkaufen zu müssen. Ich kenne mich, ich fände es nervig. Und es würde mich so stark wieder einschränken. Und einer meiner höchsten Werte ist Freiheit. Und das würde mich ja einfach unter Druck setzen, fände ich nervig. Und genauso so jeden Tag auf Instagram zu sein, finde ich auch nervig. Bla bla bla. Also ich will mich da einfach neu ausrichten. Ich will machen, was mir entspricht und dann auch wirklich zu schauen, zu reflektieren, was entspricht mir denn eigentlich? Was gibt es für Möglichkeiten? Was habe ich ausprobiert? Und einfach so wie bei Hobbys, ja, wenn man sich mal ein paar Sachen überlegt, was was könnte cool sein? Und dann ist das eine vielleicht mega nervig und das andere, oh, uh, habe ich gar nicht damit gerechnet, dass mir das Spaß macht. Ne? Und ich glaube, das ist auch so was mit allem im Leben einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert und aus dieser Ernsthaftigkeit und dieses ah, äh, ich fühle mich so stuck mal zu reflektieren und da rauszugehen und da irgendwie mit Neugierde dran zu gehen und ich glaube, das ist so das Ding, was ich 2022 am allermeisten für mich mitgenommen habe, in den negativen Momenten mit Neugierde reingehen und nicht so, weil ich mich zwingen muss, sondern weil das einfach automatisch passiert, weil ich das halt immer wieder wiederhole durch meine emotionale Selbstregulation. Und das ist auch das Feedback, was ich zum Beispiel von der Cosmic Connection bekommen habe, dass die Menschen durch diese Tools und all das, was es halt dieses Programm beinhaltet, du immer reflektierter wirst in diesen Low-Momenten mit Anxiety, mit Nervosität, wenn du irgendwie Angst hast, aus dem Haus zu gehen, Angst hast vor sozialen Interaktionen, vor einem neuen Shift oder keine Ahnung was. Und du dann in dem Moment einfach präsent sein kannst und du denkst so, hm, was liegt darunter? Und wie kann ich so und so machen? Und einfach so mit dieser ganzen Situation mehr spielst. Und ja. Das, das war es jetzt erstmal. Und wenn du mehr von mir lesen, hören oder erfahren möchtest, dann schau super gerne in die Show Notes, schau dir gerne meine Webseite an, schau dir meine Angebote an. Du kannst dich super gerne auf die Warteliste von der Costume Connection setzen, dem Gruppenmentoring für Hellsinne Training und emotionale Intelligenz und Resilienz, wo wir auch wirklich in dein Energiesystem reingehen und beziehungsweise Awareness für dein Energiesystem auch schaffen. Ansonsten kannst du super gerne ein Theta Healing oder ein Chakra Reading buchen, mir 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify geben, gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung oder whatever, was es da gibt. Und dann danke ich dir erstmal für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast das mitgenommen. Connecte dich einfach mit mir, wenn du Fragen hast, Themenwünsche und Co. Und lad dir super gerne das kostenlose Notion-Template herunter für deine Monatsreflexion. Und ja, ich liebe Notion. Ich habe mein ganzes Leben an Notion. Und dort findest du dann einfach ein easy anzuwendendes Template, wo du deine Woche planen kannst, wo du deinen Monat planen kannst, wo du deine Monatsreflexion machst. Und ja, findest du auch in den Shownotes. Und das war jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.